Servus YouTube, hier ist wieder der Admiral und willkommen zu einem weiteren Video. Heute kommt Fieldhacks Nummer 5, das heißt es gibt wieder Tipps und Tricks rund um Battlefield 1 und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Und zwar mit Fieldhack Nummer 1. Das ist ein Trick, der einem dabei hilft, im Nahkampf mit den schweren Nahkampfwaffen sehr einfach Kills zu machen. Das hilft einem besonders, wenn man beispielsweise gerade das Nagelmesser freischalten möchte, dafür muss man ja 50 Kills mit der Schaufel machen. Dieser Trick funktioniert folgendermaßen. Ihr spielt eine Waffe, die im Nahkampf mehr als 45 Schaden macht. Ich persönlich finde hier die RSC-1917, die neue Sunny-Waffe, sehr gut, da sie eben knapp über 45 Schaden macht, was vollkommen ausreicht und eine sehr hohe Feuerrate hat. Man kann dann eben mit dieser Waffe auf den Gegner zulaufen, kann ein, zwei Schüsse No-Scope abfeuern und falls einer von diesen Schüssen den Gegner trifft, kann man sofort eine Nahkampfanimation starten, das heißt man drückt die entsprechende Nahkampftaste und da der Gegner ja schon über 45 Schaden kassiert hat und ihr mit eurer schweren Nahkampfwaffe oder eurer Schaufel 55 Damage macht, ergibt es insgesamt über 100, das heißt es wird eine Nahkampfanimation starten, der Gegner wird sofort tot sein und für ihn wird es eben sehr merkwürdig aussehen, denn zwischen diesem No-Scope und dem Knifen vergeht eben minimal viel Zeit und der Gegner kriegt es eventuell gar nicht mit und für ihn sieht es wahrscheinlich so aus, als hättet ihr einfach von vorne eine Nahkampfanimation gestartet. Dann Fieldhack Nummer 2 und das ist ein Fieldhack, der bezieht sich meiner Meinung nach ausschließlich auf die Konsolen, da es eben etwas mit Auto-Aim zu tun hat und der ist ja auf dem PC nicht wirklich verfügbar. Es ist nämlich so, dass die stationären MGs, die häufig auf den Maps rumstehen, der Auto-Aim irgendwie vollkommen falsch eingestellt ist. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, es ist allerdings so, sobald man mit diesem Visier in die Nähe eines Gegners kommt, wird die Empfindlichkeit auf ein Minimum heruntergedrosselt, das heißt, man kann sich wirklich fast gar nicht mehr bewegen und es wird einfach unfassbar schwierig, den Gegner überhaupt richtig präzise anzuvisieren, beziehungsweise noch schwieriger, ihm dann zu folgen, falls er sich wegbewegen sollte. Hier gibt es zwei Taktiken, die man machen kann. Zum einen kann man natürlich einfach den Auto-Aim ausstellen, dann hat man dieses Problem nicht mehr. Finde ich allerdings nicht so eine gute Lösung, weil man den dann natürlich anschließend auch wieder anstellen muss. Und wenn man das vergisst, dann kann es schon mal dazu führen, dass man in der Runde richtig schön abscheißt. Denn der Auto-Aim, der ist schon relativ wichtig, um ein konstantes Aim auf der Konsole hinzukriegen. Ansonsten gibt es auch noch die Technik, dass man, wie damals in Modern Warfare 2, die ganzen Hacker auf der PS3, einige von euch dürfen sich eventuell erinnern, einfach immer anvisiert und gleich wieder loslässt. Das heißt, wenn ihr eben dieses MG habt, visiert ihr an und ihr werdet merken, das Visier wird sofort auf den Gegner umschalten, weil dieser Auto-Aim eben so extrem eingestellt ist. Und wenn der Gegner sich dann eben bewegt, lasst ihr einfach L2 einmal kurz los, drückt es gleich wieder und ihr seid sofort wieder auf dem Gegner. Und wenn der Gegner sich nicht allzu viel bewegt, kann man mit dieser Taktik dem Gegner relativ viel Schaden zufügen, weil man eben immer instant auf ihn drauf visiert. Sollte er allerdings in Bewegung sein bzw. rennen, dann habe ich das hier auch mal ausprobiert. Da seht ihr, das funktioniert nicht wirklich gut, man kommt da irgendwie nicht hinterher. Das heißt, wenn ihr mit dem MG auf einen rennenden Gegner schießen wollt, dann viel Glück, das wird auf der PS4 oder auf der Xbox One mit dem Auto-Aim relativ schwierig. Ich habe hier die Empfindlichkeit übrigens auf 120% gestellt bei den stationären MGs, das hat auch jemand gefragt. Ansonsten habe ich die ganzen Empfindlichkeiten beispielsweise von Panzer, von Feldgeschütz, von Kavallerie oder vom Flugzeug gleichgelassen, das heißt bei 100%, weil ich eben fand, dass die Empfindlichkeiten hier mit Ausnahme des stationären MGs schon sehr gut eingestellt waren. Fieldhack Nummer 3 und zwar die Zoom-Empfindlichkeit. Im Battlefield 1 ist es nicht nur möglich, dass man die Empfindlichkeit generell einstellt, man kann auch die einzelnen Zoom-Stufen individuell anpassen. Das findet ihr, wenn ihr im Menü auf Option geht, dann auf Steuerung und dann auf Erweitert. Und hier bieten sich jetzt euch eben zwei Möglichkeiten, um eure Empfindlichkeit beim Zoom etwas zu optimieren. Seid ihr jemand, der mit den großen Zooms trotzdem gerne noch schnell hin und her visieren möchte, um im Nahkampf eben doch noch ein bisschen mehr zu reißen und den Gegnern etwas schneller zu folgen, dann könnt ihr hier einfach die Empfindlichkeit, beispielsweise beginnend beim 5-fach-Zoom, generell immer etwas höher stellen. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Zuerst 103%, dann 106%, dann 109%, so dass es eben immer etwas höher wird. Das heißt, wenn der Zoom größer wird, dann wird auch die Empfindlichkeit größer und ihr habt eben eine bessere Chance, dem Gegner zu folgen. Der Nachteil, der dadurch entsteht, ist natürlich, dass ihr im Fernkampf etwas unpräziser seid, weil die Empfindlichkeit natürlich größer ist und es euch somit natürlich schwieriger fällt, den Gegner präzise anzuvisieren und dann abzuschießen. Ihr habt auch eine zweite Möglichkeit, falls ihr eben auf große Entfernungen deutlich präziser sein möchtet, dann könnt ihr die Empfindlichkeit wieder beginnend, beispielsweise beim 5-fach-Zoom, immer etwas niedriger stellen, das heißt 97, 94, 91%. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr eben auf größere Distanzen präziser seid, weil ihr natürlich mit größerem Zoom dann euch auch langsam bewegt, das heißt ihr könnt den Gegner einfach präziser anvisieren und abschießen. Der Nachteil ist natürlich aber der, dass euer Visier sich deutlich langsamer bewegt und dadurch werdet ihr natürlich in Nahkampfsituationen noch mehr Probleme bekommen.
Ich persönlich habe das übrigens sein lassen, ich habe alles bei 100% gelassen. Ihr könnt natürlich hier aber ein wenig optimieren, wenn ihr eben mit den Zooms entweder besser im Nahkampf oder besser im Fernkampf sein möchtet. Fieldtech Nummer 4, und zwar könnt ihr die gegnerische Elite-Klasse in Modus Operations klauen. Ich muss euch vorwarnen, das ist nicht unbedingt die feine englische Art, was ich euch jetzt hier gleich zeigen werde, aber es ist, wie ich finde, eine legitime Taktik, da man damit den Gegnern eben ihre Elite-Klasse klaut und somit den Gegnern eben einen großen Vorteil zunichte macht. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr fliegt mit dem Flugzeug in Operations über die gegnerische Base, sobald eine Base eingenommen wurde. Das heißt, sobald eben eine neue Base eröffnet wird, werdet ihr über die gegnerischen Spawn fliegen und dort darauf warten, dass eine Elite-Klasse spawnt. Das ist in Operations nämlich immer so, wenn ein neuer Bereich eröffnet wird, dann bekommen die Angreifer nämlich einen Wachsoldaten und die Verteidiger einen Tankhunter. Sobald dieser jetzt eben spawnt, müsst ihr auf der Map gucken, wo sich der befindet, und sobald ihr mit dem Flugzeug genau über diese Elite-Klasse seid, springt ihr eben ab, versucht innerhalb dieser 10 Sekunden, die ihr jetzt habt, da ihr natürlich im gegnerischen Territorium seid, wo ihr euch eigentlich nicht aufhalten dürft, diese Elite-Klasse aufzusammeln, und im optimalen Fall schafft ihr es dann vielleicht sogar noch, diese Elite-Klasse eben in die erlaubte Zone zu retten, so dass ihr diese dann anschließend auch weiter benutzen könnt. Das habe ich persönlich noch nicht hinbekommen, weil es häufig einfach so ist, dass die Elite-Klasse sich eben sehr weit in der gegnerischen Zone befindet. Ihr werdet dann einfach sterben, was allerdings auch kein Problem ist, denn dadurch wird die Elite-Klasse ja neutralisiert. Und die spawnt, bis eine neue Base eben gestartet wird, nicht mehr neu. Das heißt, ihr habt den Gegnern jetzt hiermit einen großen Vorteil einfach geklaut. Ihr seid natürlich auch selber gestorben und habt auch ein eigenes Flugzeug geopfert, könnte man jetzt sagen. Ja, das stimmt. Der Vorteil ist hier allerdings, ihr könnt respawnen, das Flugzeug auch. Die Elite-Klasse wie gesagt nicht, das heißt, die respawnt erst, wenn die nächste Base eröffnet wird, und das ist eben besonders beispielsweise beim Tankhunter ein großer Vorteil, da die Gegner somit jetzt einfach weniger Chance haben, eure Panzer effektiv zu zerstören. Fieldtech Nummer 5, und zwar ein Nachtrag zu Fieldtech Nummer 4, in der ging es ja ums Movement, beispielsweise also auch ums Sliden. Und hier gab es eine Sache, die ich vergessen hatte, die viele Leute dann in die Kommentare geschrieben haben, und deswegen möchte ich die jetzt hier einfach mal nachreichen. Ist es so, dass ihr eben Sanitäter spielt und einen Teamkollegen reviven wollt, könnt ihr das Ganze ein wenig effektiver und auch sicherer für euch gestalten. Wenn ihr also seht, dass ein Teamkollege in eurer Nähe gefallen ist, rennt nicht einfach dumm hin und revivet ihn, sondern slidet zu ihm hin, sodass ihr eben kurz vor seiner Leiche zum Stehen kommt, dann revivet ihr ihn und dann könnt ihr euch eben sehr schnell zurückziehen und der Gegner hat eben deutlich weniger Chance, euch zu töten, falls dieser eben noch auf die Leiche schaut und wartet, dass diese Leiche revived wird. Denn ihr kommt ja angerutscht, damit seid ihr natürlich schon mal ein schnelles und auch kleineres Target, weil ihr eben hockt. Und diese ganze Animation bietet dann auch einfach den Vorteil, dass man sehr schnell wieder wegkommt und sich eben selber in Sicherheit bringen kann. Fieldtech Nummer 6, und zwar das Schießen aus der Hüfte optimieren. Wenn ihr mit einer Waffe, sei es nun eine Primär- oder eine Sekundärwaffe, viel aus der Hüfte schießt, beispielsweise mit der M1907 Graben oder M1911, dann gibt es einen guten Trick, um es den Gegnern deutlich schwerer zu machen, euch zu treffen. Und zwar das sogenannte Strafen. Was ich damit meine, ist relativ einfach. Wenn ihr eben aus der Hüfte schießt, könnt ihr euch währenddessen sehr schnell hin und her bewegen. Das heißt, ihr macht es einfach so, dass ihr eben zuerst nach rechts lauft und dann nach links und dann wieder nach rechts. Oder wie ihr eben möchtet, man kann sich auch nach vorne und nach hinten bewegen. Egal wie man es macht, es erschwert dem Gegner eindeutig die Situation, weil es eben so ist, dass er nicht nur auf einen einzigen Punkt schießen muss, sondern euch eben immer noch folgen muss mit dem Visier und dadurch ist es deutlich wahrscheinlicher, dass er eben mehr Kugeln daneben haut. Ihr habt dadurch nicht wirklich einen Nachteil, denn das Visier bewegt sich dabei nicht wirklich. Das heißt, ihr könnt immer noch sehr präzise eure No-Scope-Shots raushauen und habt einfach einen riesigen Vorteil, der eventuell dazu führt, dass ihr den Gunfight gewinnt. Vielleicht auch, wenn ihr eben nur eine Sekundärwaffe habt. Dann Fieldtech Nummer 7, und zwar ein bereits verloren geglaubtes Flugzeug noch retten. Ihr kennt es sicherlich, wenn man von einem anderen Flugzeug oder einem Anti-Air-Geschütz als Flugzeug abgeschossen wird, passiert es gelegentlich, dass man eben kampfunfähig geschossen wird. Das heißt, dass man die Kontrolle über die Maschine verliert, diese fängt einfach an, sich unkontrollierbar um die eigene Achse zu drehen und stürzt dann irgendwann ab. Hier gibt es aber eben einen Trick, um das Ganze zu unterbinden und eben dafür zu sorgen, dass man das Flugzeug wieder unter die eigene Kontrolle kriegt. Und zwar die Repair-Taste. Wenn man sich jetzt also mit dem Flugzeug in der Luft befindet und dieses fängt an, sich um die eigene Achse zu drehen, drückt man einfach in dem Augenblick, wo das Flugzeug richtig rum ist, das heißt gerade ist, auf die Repair-Taste und ihr werdet merken, dadurch wird diese Drehanimation abgebrochen, das Flugzeug fliegt wieder geradeaus und mit ein bisschen Glück schafft ihr es dann eben, das Flugzeug zu repairen, wodurch es dann eben möglich wird, das Flugzeug wieder zu manövrieren und es eben nicht auf den Boden aufschlägt und euch mit in den Tod reißt. Fieldtech Nummer 8, und zwar 3 Granaten als Kavallerist. Ihr wisst sicherlich, wenn man als Kavallerist auf dem Pferd sitzt, hat man 2 leichte Antitankgranaten, die sind sehr effektiv gegen Panzer, es gibt hier allerdings noch einen Trick, um die Anzahl noch auf 3 zu steigern. Wenn man die 2 leichten Antitankgranaten mal wirft und dann vom Pferd absteigt, merkt man, dass man immer noch eine leichte Antitankgranate bei sich führt.
Somit ergibt sich eben eine gute Strategie, beispielsweise gegen Panzer oder andere Fahrzeuge. Das heißt, man reitet auf den Panzer zu, steigt ab, wirft die Granate, die man als Infanterist hat, steigt dann zurück auf das Pferd, hat wieder seine beiden Kavalleriegranaten, reitet dann um den Panzer herum, wirft diese Kavalleriegranaten auf ihn drauf und reitet dann schnell weg. Das ist eben eine Taktik, um dem Gegner sehr schnell sehr viele Granaten reinzudrücken. Er verliert dabei auf einen Schlag ungefähr 50% seines Lebens. Und wenn man diese Taktik dann eben 2 bis 3 Mal wiederholt, ist der gegnerische Panzer relativ machtlos und relativ schnell tot. Field Hack Nummer 9, und zwar ein Trick, mit dem man als allererstes in den Panzerzug oder den neuen Char 2C Panzer einsteigen kann. Das sind ja 2 von den 4 Behemoth, die es in diesem Spiel gibt. Und bei diesen beiden kann man eben einen Trick anwenden, um schneller in diesem Behemoth zu sein als alle anderen. Normalerweise ist es so, dass man eben im Spawn-Menü warten würde, bis der Zug oder der Panzer verfügbar ist, und sobald er dann eben verfügbar ist, tritt man einfach bei und muss dann hoffen, dass man der Fahrer ist, beziehungsweise dass man die Position auskleidet, die man eben gerade spielen möchte. Damit ihr nicht diesem Random-Faktor unterworfen seid und einfach die Position auswählen könnt, auf die ihr gerade Lust habt, kann man, anstatt im Spawn-Menü zu warten, auch einfach im Spawn spawnen und sofort zum Behemoth hinrennen, sobald dieses angekündigt wurde. Denn damit kann man schon dem Behemoth beitreten, während dieses noch auf dem Weg zu seiner Startposition ist. Und bevor das Behemoth eben nicht in der Startposition ist, kann man vom Spawn auch nicht darin spawnen. Das heißt, ihr seid dann der erste Behemoth, könnt euch entspannt euren Platz aussuchen und erst wenn man dann in Position ist, können die anderen Teammates beitreten. Das heißt, in der Zeit habt ihr dann natürlich schon den Platz ausgewählt, den ihr eben auskleiden möchtet. Und dann der letzte, Field Hack Nummer 10, und zwar ist das ein Trick außerhalb des Spiels. Das heißt, es hat nicht wirklich was mit dem Gameplay zu tun, sondern ist eher so eine Einstellungssache, mit der auch ich manchmal ein wenig zu kämpfen habe. Und zwar lautet der Trick einfach, regt euch nicht auf. Es ist leichter gesagt als getan. Ich rege mich beispielsweise beim Zocken auch manchmal ziemlich auf, wenn die Gegner eben mal wieder sehr ekelhaft spielen, sehr viel campen oder beispielsweise viel Schrotflinte spielen. Das Ganze bringt aber einfach nichts, denn wenn man sich aufregt, wird man aggressiv und schlecht gelaunt und dadurch, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, wird man einfach nur noch schlechter und dadurch, dass man noch schlechter wird, wird man nur noch aggressiver und das Ganze ist eben so ein Teufelskreis, das heißt, man wird nur noch schlechter gelaunt und nur noch schlechter im Spiel. Das heißt, irgendwann kackt ihr nur noch vollkommen ab, was natürlich überhaupt gar nichts bringt. Solltet ihr also merken, dass ihr langsam genervt von dem Spiel seid, wechselt entweder einfach die Lobby, versucht vielleicht mal einen anderen Spielmodus oder eine andere Map, die vielleicht etwas entspannter ist, vielleicht nicht unbedingt Wald der Argon mit den ganzen Schrotflintenspielern. Und wenn das auch nichts hilft, dann hört vielleicht einfach mal kurz auf, macht eine kleine Pause, esst was, chillt euch kurz ins Bett oder so und zockt dann einfach, wenn ihr wieder gut gelaunt seid, weiter. Denn gechillt zocken ist einfach viel einfacher und macht auch viel mehr Spaß. Gut, das war's auch schon wieder von dieser Field-Hacks-Folge. Ich hoffe natürlich, dass 1-2 Sachen dabei waren, die euch eventuell im Spiel weiterhelfen können, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch noch gerne neue Vorschläge für Field-Hacks Nummer 6 in die Kommentare schreiben, wenn ihr eben irgendwelche coolen Tipps und Tricks herausgefunden habt. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch noch die alten Field Hacks Folgen auschecken oder wir sehen uns in 1-2 Tagen bei einem neuen Video. Ciao!